Der soziale Organismus als Kunstwerk. Der Mann, der den Kunstbegriff so radikal ausgeweitet hat, ist niemand anders als Joseph Beuys. Der bekannteste, vielleicht auch der umstrittenste Künstler auf der internationalen Szene, der einzige, der seit 1964 auf jeder Documenta dabei war. Beuys hat für diese Documenta das Herzstück geschaffen, die Honigpumpe am Arbeitsplatz. Eine technisch komplizierte Maschinerie mit vielschichtigem Symbolgehalt. Sie funktioniert wie das Herz, das die kontinuierliche Zirkulation in Gang hält. Die Pumpe jagt in verzinkten Röhren flüssigen Honig 18 Meter hoch durch das gesamte Treppenhaus des Friderizianums. In einem transparenten Plastikschlauch strömt der Honig wieder zurück und wird in einem Reservoir aufgefangen, um erneut nach oben gepumpt zu werden. Ein geschlossenes, zyklisches System. Ein physiologischer Prozess, den Beuys symbolisch auf ökologische und soziale Verhältnisse, auf den gesellschaftlichen Organismus übertragen will. Darum der Titel, die Honigpumpe am Arbeitsplatz. Der Maschinenraum selbst steckt voller rätselhafter Symbole und Anspielungen, die auf die Beuys'sche Lebensphilosophie hinweisen. Das Spinnennetz über den drei Gefäßen darf nicht zerstört werden. Beuys gönnt auch der Spinne ihren Lebensraum. Es sind nur einige Sinngebungen in der Sache darin, wo der sensible Beschauer merken kann, es ist ein bisschen heraus aus der normalen Funktionsbedeutung der Maschine. Er sieht, aus diesem Herausgerücktsein kann die Maschine ihr Wesen zeigen, ihr Leben zeigen. Es wird also alles mehr herzmäßig, empfindungsmäßiger. Und in dieser Weise sind diese kleinen Verschiebungen wieder gemeint als ein Bezug, der heraus will. Sowohl aus dem alten Arbeitsbegriff, der nur die Produktionsfunktion kennt, die sowohl im westlichen Privatkapitalismus als auch im östlichen Staatsmonopolismus gegeben sind, als auch aus der ästhetischen Gebundenheit der Kunstproduktion, wie wir sie im modernen Kulturbetriebe haben. Es ist weiterhin ja ein Kreislaufsystem, also ein zyklisches System, was sich bezieht auf ein ökologisches Ganzes. Kreislaufsysteme beziehen sich ja auf Organisches. Und da wir eine organische Wissenschaft betreiben wollen, ist das Sinnbild richtig. Die Sinngebung, die Bedeutungen der Elemente stimmen überein mit dem inneren Vorhaben der Einrichtung. Der Honig zirkuliert auch in gebündelten Schläuchen durch den kleinen Hörsaal im Friderizianum, den Beuys für seine von ihm sogenannte Freie Internationale Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung vorgesehen hat. Die sechste Documenta gibt ihm Gelegenheit, diese seine Lieblingsidee für die Dauer von 100 Tagen zu realisieren. Für Beuys fällt auch die Arbeit der Freien Hochschule unter den Begriff Kunst. In Form von Gesprächen und Referaten sollen hier unter seiner Leitung konkrete Probleme abgehandelt werden, etwa Atomenergie und alternative Energieformen, Gewalt und soziales Verhalten, Arbeit und Arbeitslosigkeit, Probleme, die von dieser Documenta und ihren Künstlern weitgehend ignoriert werden. Gotthard Graupner bewegt sich mit seinen reliefartigen Farbraumkörpern zwischen Plastik und Malerei. Seine großformatigen Bilder hängen im Zentrum der Abteilung Malerei, die als der schwächste Bereich der Documenta gilt. Die Auswahl der Künstler erscheint zufallsbedingt, das Angebot reicht von den Monochromen bis zum Realismus. Diese Bilder von Gerhard Richter sind schon zwei Tage nach der Ausstellungseröffnung nicht mehr zu sehen. Der Künstler hat sie abgehängt. Ähnlich wie zwei andere Maler aus der Bundesrepublik, die damit gegen das Übergewicht der DDR-Künstler protestieren wollten. Tatsächlich kann sich der Besucher zum ersten Mal auf einer Documenta über Kunst in der DDR orientieren. Ein Ereignis, mit dem die Ausstellungsleitung zu Recht zufrieden sein kann. Vier Beispiele zeigen das Spektrum des sozialistischen Realismus auf. Die künstlerischen Produktionen der Maler belegen den Anspruch, eine sozialistische Wirklichkeit wiederzuspiegeln. Sie verweisen mit ihren Themen und Erscheinungsformen auf das gegenwärtige gesellschaftliche Leben in der DDR. Erstes Beispiel für realistische Malerei, Willi Sitte. Charakteristisch sind seine Leitfiguren und Menschengruppierungen. Durch die großformatige Ausführung erhalten manche Themen Monumentalität und Denkmalscharakter.
Ganz anders verfährt Werner Tübke. Bei ihm wird der Rückbezug auf vorgegebenes historisches Bildmaterial deutlich. Hier sein Hauptwerk, Lebenserinnerungen des Dr. Schulze III. Tübke sagt dazu, mein Prinzip liegt darin, von links unten bis rechts oben mit einer Formel durchzumalen. Die Farbe ist nicht sehr harmonisch und es ist eine Malerei wider besseres Wissen. Tübkes Wissen indes, die Virtuosität, mit der er sich das ganze kunstgeschichtliche Repertoire zu eigen macht, beeindruckt den Beschauer. Knautschzonenwirklichkeit von Morcombe Morley. Der gebürtige Engländer zerbeult, zerbricht und verformt Kinderspielzeug, benutzt die plastische Modellierung als Vorlage, fotografiert, rastet und zerlegt die Katastrophenobjekte, malt und adaptiert auf diese Weise die Wirklichkeit. Für das Resultat der Arbeit wählt der Künstler das bescheidene Wort Stillleben. Herausgehoben aus dem aktuellen Kunstgeschehen, ein neues Werk von Francis Bacon, einem der großen figurativen Maler der Gegenwart, entstanden 1976. Bilder wie dieses fordern zum Vergleich heraus und setzen Maßstäbe. In unserem Bericht haben wir uns für wenige Beispiele etwas mehr Zeit genommen. Ganze Abteilungen, etwa utopisches Design, Künstlerbücher, vor allem aber die Ausstellung der Handzeichnungen, blieben unberücksichtigt. Documenta 77. Sie ist weniger turbulent, sie ist stiller als ihre Vorgängerinnen. Das rasante Tempo der künstlerischen Entwicklung hat sich entschieden verlangsamt. Kunst heute heißt auch Nachdenken über das Medium Kunst. Dass es am Rande aber auch spektakuläre Ereignisse gibt, beweist das künstlerische Feuerwerk mit farbigen Laserstrahlen, das die verschiedenen Schauplätze dieser Weltkunstschau umspannt.